Dieses Kapitel wird Ihnen präsentiert von Wenn wir über die institutionelle Struktur der Europäischen Union sprechen, müssen wir uns einige Aspekte ständig vor Augen halten. Die Europäische Union stellt im Kern eine internationale Organisation dar, aber sie weist doch zahlreiche essentielle Besonderheiten auf, die auch in ihrer konstitutionellen und institutionellen Ausgestaltung zum Ausdruck kommen. Die Europäische Union ist, wie auch das deutsche Verfassungsgericht festgestellt hat, ein sogenannter Staatenverbund. Das heißt eine, ich zitiere das Gericht, enge, auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten, die auf vertraglicher Grundlage öffentliche Gewalt ausübt. In vielerlei Hinsicht erfüllt die Union staatsanaloge Aufgaben, ohne ein Staat zu sein. Eine Folge davon ist, dass nun von den Bürgerinnen und Bürgern von dieser Union auch in institutioneller Hinsicht dasselbe verlangt wird wie von einem Staat, etwa was die Gesetzgebung betrifft, die demokratische Willensbildung, den Rechtsschutz. Diesen Ansprüchen kann aber die Union als internationales Gebilde von souveränen Staaten nur im begrenzten Ausmaß gerecht werden. Aus denselben Gründen trifft auch das uns geläufige System der Gewaltenteilung, das heißt der Trennung von Legislative, Exekutive und Judikative, nicht in gleicher Weise zu auf die Union wie auf Staaten. Natürlich sind auch diese Elemente im Institutionensystem der Union präsent, aber eben nicht eindeutig und ausschließlich in der Art der Zuordnung zu einer bestimmten Institution. Anstelle einer formellen Gewaltenteilung versuchen die Verträge daher vielmehr ein institutionelles Gleichgewicht zwischen den wichtigen zentralen Institutionen, dem Rat, der Kommission, dem Europäischen Parlament, herzustellen und zu erhalten. Die Gerichtsbarkeit kann sehr wohl als unabhängige Gewalt angesehen werden, auch wenn natürlich die Jurisdiktion der europäischen Gerichte gegenüber innerstaatlichen Gerichten eingeschränkt ist. Die rechtliche Basis dieser Union wurde mit dem Lissabon-Vertrag, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, zuletzt wesentlich verändert. Die Union, die 1993 mit dem Vertrag von Maastricht in ihrer sogenannten Drei-Säulen-Struktur geschaffen wurde, also die supranationale Gemeinschaft, umfasste aber auch die intergouvernementalen Formen der Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik und im Bereich Justiz und Inneres. Diese Union beruht jetzt nach Lissabon auf zwei Verträgen, wie der Unionsvertrag ausdrücklich festhält. Der Vertrag über die Europäische Union, der gewissermaßen die Verfassung dieser Union ist, mit den grundsätzlichen Bestimmungen zu den Prinzipien, zu den Zielen, zu den Institutionen der EU, und der sogenannte Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der AEUV. Bei diesem handelt es sich im Wesentlichen um den früheren Vertrag über die Europäische Gemeinschaft, aber die Europäische Gemeinschaft ist mit dem Vertrag von Lissabon untergegangen. Ihre Aufgaben werden jetzt von der Union wahrgenommen. Die seinerzeit für die Europäische Gemeinschaft geschaffenen Regelungen zu den verschiedenen Unionspolitiken, also zum Beispiel Binnenmarkt, Wettbewerb, Wirtschafts- und Währungsunion, auswärtige Politiken, sowie auch detaillierte Regelungen zu den Institutionen, wurden mit den notwendigen Anpassungen zur Gänze in den AEUV übernommen. Es sind also diese Verträge, die bestimmen, in welchen Bereichen, in welcher Form und in welchem Umfang die Europäische Union überhaupt tätig werden darf. Wir nennen das den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung. Entgegen dem manchmal entstehenden Eindruck, dass sich die Union ohne dies überall einmischt, darf die Union tatsächlich nach diesem Grundsatz nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig werden, die die Mitgliedstaaten ihr, der Union, in den Verträgen und zwar zur Verwirklichung der in den Verträgen niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle nicht der Union ausdrücklich übertragenen Zuständigkeiten verbleiben daher bei den Mitgliedstaaten.
Und das gilt auch für die einzelnen Institutionen. Die Organe der Union, sie sind im Artikel 13 EUV aufgezählt, also das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der im Übrigen nicht mit dem Rat und schon gar nicht mit dem Europarat verwechselt werden sollte, die Europäische Kommission, der Gerichtshof, die Europäische Zentralbank und der Europäische Rechnungshof sind diese sogenannten Hauptorgane. Und für diese Hauptorgane legt Artikel 13 Folgendes fest. Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in den Verträgen zugewiesenen Befugnisse, nach den Verfahren, Bedingungen und Zielen, die in den Verträgen festgelegt sind. Überschreitet daher ein Organ die ihm in den Verträgen eingeräumten Befugnisse oder werden diese Befugnisse eines Organs missachtet, so kann dagegen Klage vor dem Gerichtshof erhoben werden. Und zwar unter bestimmten Voraussetzungen sogar von einzelnen Unionsbürgern. Und der betreffende Rechtsakt würde dann vom Gerichtshof für nichtig, also ungültig erklärt. Neben diesen Hauptorganen gibt es auch sogenannte beratende Einrichtungen, nämlich den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Diesen Einrichtungen kommen keine Entscheidungsbefugnisse zu. Ihre Aufgabe besteht darin, Rat, Kommission und Europäisches Parlament entweder auf deren Ersuchen oder auf eigene Initiative durch beratende Maßnahmen zu unterstützen. Seit dem Vertrag von Lissabon werden die grundlegenden Bestimmungen über die Zusammensetzung, die Aufgaben und die Arbeitsweise der einzelnen Organe im EUV zusammengefasst, sodass man sich als Bürger relativ schnell einen Überblick verschaffen kann. Die Detailregelungen, wie gesagt, verbleiben weiterhin im AEUV. Das Europäische Parlament setzt sich aus insgesamt 751 Vertretern der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zusammen und versteht sich eben als Anwalt der Bürgerinteressen. Durch die Direktwahl des Parlaments sind die Bürgerinnen und Bürger auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen Parlament vertreten. Gemäß dem Beschluss des Europäischen Rates aus 2013 verfügt zum Beispiel Österreich nunmehr über 18 Sitze im Europäischen Parlament, Frankreich etwa über 74, Schweden hat 20 Sitze, Slowenien 8, Kroatien 11. Die meisten Sitze hat mit 96 Deutschland. Das Parlament ist in Fraktionen gegliedert. Um eine Fraktion zu bilden, müssen mindestens 25 Mitglieder, also Abgeordnete, zur Verfügung stehen, die wiederum in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten gewählt wurden. Derzeit gibt es im Parlament 8 Fraktionen und 15 Abgeordnete, die keiner Fraktion angehören. Zuletzt wurde die Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit gegründet. Dieser Fraktion gehören beispielsweise die Abgeordneten des französischen Front National und jene der Freiheitlichen Partei Österreichs an. Dem Parlament kommen 4 zentrale Aufgaben zu. Es wird gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber tätig. Es übt mit dem Rat die Haushaltsbefugnisse aus. Das Parlament erfüllt Aufgaben der politischen Kontrolle und Beratungsfunktionen. Außerdem wählt das Parlament den Präsidenten der Kommission. Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren wird das Parlament gleichberechtigt mit dem Rat tätig. In bestimmten Politikbereichen bedarf es der Zustimmung des Parlaments, in anderen ist es nur anzuhören. Die Befugnisse des Parlaments wurden durch die Änderung der Verträge sukzessive ausgeweitet und verstärkt, sodass heute ein beachtliches Maß an Demokratisierung der Union erreicht wurde. Eine den Staaten vergleichbare demokratische Ausgestaltung des politischen Prozesses ist allerdings strukturell durch das Wesen der Union als internationale Gemeinschaft ausgeschlossen. Beziehungsweise würde das letztlich die Umwandlung der Union in einen Staat voraussetzen, aber daran denkt niemand ernsthaft. Man kann also sagen, dass das Europäische Parlament in vielerlei Hinsicht typische parlamentarische Befugnisse ausübt. Aber es ist eben nicht der alleinige Gesetzgeber in der Union und es besitzt auch kein formelles Initiativrecht in der Gesetzgebung.
Allerdings hat das Europäische Parlament in einer Vereinbarung mit der Kommission sich das Recht verschafft, die Kommission mit einer Gesetzesinitiative ziemlich stark unter Druck zu setzen. Dem durchschnittlichen Unionsbürger am besten bekannt ist wahrscheinlich der Europäische Rat, dessen Versammlungen regelmäßig im Fernsehen zu verfolgen sind. Der Europäische Rat setzt sich aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zusammen, aber auch der Präsident der Kommission und der Präsident des Europäischen Rates gehören ihm an. An den Arbeiten des Europäischen Rates nimmt auch der sogenannte Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik teil, aber er ist kein Mitglied des Europäischen Rates. Der Europäische Rat ist nicht wie Rat, Parlament, Kommission an der eigentlichen Gesetzgebung beteiligt. Ja, er darf ausdrücklich nicht gesetzgeberisch tätig werden, kann aber doch natürlich auch rechtlich verbindliche Beschlüsse fassen. Der Europäische Rat entscheidet im Prinzip im sogenannten Konsensverfahren, das heißt ohne formelle Abstimmung. In bestimmten Fällen ist eine Abstimmung mit verschiedenen Mehrheiten oder Einstimmigkeit vorgesehen. Die wichtigste Aufgabe des Europäischen Rates ist es, der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse zu geben und die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür festzulegen. Der Europäische Rat besitzt auch wichtige Funktionen bei der Weiterentwicklung der Verträge. Und in manchen Fällen kann der Europäische Rat befasst werden, wenn auf der Ebene des Rates politisch sozusagen nichts mehr geht. Der Präsident des Europäischen Rates hat hingegen hauptsächlich organisatorische Funktion. Das heißt, er hat die Arbeiten des Europäischen Rates vorzubereiten, die Sitzungen zu leiten, aber wohl auch Impulse für diese Arbeiten zu geben und nach Möglichkeit den Konsens unter den Staats- und Regierungschefs zu fördern.